Sie hätten es zwar sein können, aber sie waren es nicht. Sie wussten nicht, dass die Verräterin in dem Haus wohnte. Wer dann? Ich weiß es nicht. Es gibt keinen Sinn. Warum haben Sie dann nicht jede Verantwortung abgelehnt? Er sah weg und nippte an seinem Kaffee. Dann sagte er leise, aber mit Zorn in der Stimme, »Das Wesen des Terrors ist die Verbreitung von Angst. Sie kriegen ein angstförderndes Element umsonst. Warum sollten Sie es nicht annehmen? Sie haben einer Verräterin den Garaus gemacht. Jetzt werden andere zögern, denn Sie haben ja bewiesen, dass der Arm der Rache lang ist. In der Franco-Ära waren wir auf Militärs aus. Den unterdrückenden Polizeiapparat, die höchsten Mitglieder der Verwaltung. Wir waren Soldaten in einem schmutzigen Krieg, aber wir waren Soldaten, nicht Mörder an unschuldigen Zivilisten. Es war das erste Mal, dass er sich von seinen Erben moralisch distanzierte. Die ETA hatte 1968 angefangen, Gewalt anzuwenden, den sogenannten bewaffneten Kampf, als Thomas erst 17, 18 Jahre alt war. Wie Cowboys auf der Flucht über den Rio Grande suchten sie nach ihren Aktionen Zuflucht im benachbarten Frankreich, das sie wie andere europäische Länder als Freiheitskämpfer betrachtete, die für eine gerechte Sache fochten, die faschistische Franco-Diktatur zu stürzen.